Pazuru ist für mich einander kennenlernen. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, die haben wir und die haben auch die Kinder mal. Und da versuchen wir den Kindern natürlich dann besonders zu helfen, dass sie ein tolles und spannendes Training haben. Ich denke da zum Beispiel an ein Kind, das ist vor kurzem in die Schule gekommen, 6 Jahre alt. Und das ist oft im Training sehr energiegeladen und möchte alles sehr schnell erledigen und machen. Und da versuche ich dann mit meiner Ruhe auch die Ruhe ein bisschen auf das Kind zu übertragen und dem zu helfen, das Training besser durchführen zu können, die Techniken sauber zu machen. Denn das ist nämlich viel wichtiger, die Techniken schön auszuführen, als sie schnell zu machen.